So, da sind wir wieder. Ich habe mich schon mal in Position gebracht. Und ich hoffe, meine PlayStation ist nicht so laut. Die macht nämlich momentan ganz fragwürdige Geräusche zwischendurch. Na gut. Also. Erst das Dynamit, dann die Brücke. John ist hier oben. Der springt gleich auf den Kollegen hier rauf. Der Kunde ist König. McCoy versucht den hier auszuschalten. Die Show geht Und weiter. Kate wird dann die Frau ausnocken, die ich leider nicht ablenken kann. Sonst wäre das alles ein bisschen einfacher gewesen. Ich versuche das mal mit dem Showdown. Aber ich denke, McCoy ist zu weit Augen auf. weg. Ich werde mal Wir landen versuchen, und die bereit. Tasche da noch hinzuschmeißen. Genau wie alle. Was ist das? Oh. Hätte was Wärmeres anziehen sollen. In Ordnung. Könnte knapp werden. Ich kümmere mich drum. Dachte ich mir schon. Ah, Ticken zu knapp. Ich probiere es aber nochmal. Keine große Ich Sache. mach das ruhig nochmal mit der Tasche. Geladen und bereit. Genau wie alle. Sein oder nicht Sollen wir? sein. Runterspringen. Mir kommt eine Idee. Ausnocken. Das kostet Töten. aber. Irgendwas. Nicht persönlich. Wie aufregend. Erst das Dynamit, dann die Brücke. Schnell noch fesseln. Dann wollen wir dich mal verschnüren. Ich speichere das mal. Besser wie erwartet. Auch wenn es die Tasche gar nicht gebraucht hat. Und ich bestimmt das Pferd auch hätte nutzen können. Und wo ist der Haken? Wieder voll ausgerüstet. Hätte was Wärmeres. Sehen Sie sich das an. Die DeWitt Company ist reicher als Krösus. Standen Sie nicht bei der Company unter Vertrag? Das wäre noch immer so. Wenn sich die Mistkerle jemals dazu entschieden hätten, für den Zugauftrag zu zahlen. Vielleicht könnten wir. Ja, ich höre. Das ist doch aber ein Poncho-Träger. Ein so schöner Mann wie du. Kein Problem, Miss. So, den ersten Bereich haben wir dann du ja schon mal. Ich auf Ideen. Wiedersehen. Sicher, sicher. Das ist Flagstone. Das sind nur Hinterwälder. Da komme ich unten durch und dann kann ich hier oben mich bewegen. Ich denke, da fange ich auch mit an. Ziemlich kalt hier draußen. Überprüf mal, wie das da so ausschaut. Sie werden nirgendwo. Ist das eine Frau? Das ist eine Frau, ne? Lange Antworten. Ja. Dann sollten Sie vielleicht andere fragen. Na, wir könnten ihm ja auch helfen. Nee, das Zusehen macht mir mehr Spaß. Der sieht das hier hinter nicht wegen dem Gebäude. Und der ist halt nervig, weil er rumläuft. Das ist kompliziert, Ma'am. Vielleicht müsste ich den erschießen. Hey, Darling. Vielleicht habe ich ja, was du brauchst. Zeit für Dynamit.
wo das herkommt, gibt es noch viel. Ja, mach, was immer du willst. Gefällt dir, was du siehst? Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Sieh genau hin. Was meinst du? Ich bin ganz Ohr, Süße. Wir werden nirgendwo hingehen, Sir. Ich verlasse. Für heute bin ich bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Tasche das hinbekomme. Ist gar nichts, Darling. Gar kein Problem, Miss. Ich speichere mal. Hast du schon was vor? Was immer du sagst, schöne Frau. Nix hier drin. Werfen wir ein so schöner Mann wie du. Ja, ich höre. Wir hätten Dynamit mitnehmen sollen. Mistkerl! Gefällt dir, was du siehst? Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Nicht daneben. Meine Spezialität. Wie kann es sein, dass Sie das nicht wissen? Poncho-Träger und da unten ist einer, der das sieht. Das ist natürlich nicht so gut. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Ich bin mehr. Ganz Ohr, Süße. Tja. Scheinbar muss ich erst hier rüber. Komm ich hier hoch? Du bringst mich auf Ideen. Komm ich. Ich den ganzen Tag mit dir. Was sind das für Ausdrücke hier? Was war das? Ein so schöner Mann wie du. Ich bin ganz Ohr, Süße. Ganz schön kalt hier oben. So. McCoy ist in Sicherheit. Du bringst mich auf Idee. Ja, ich höre. Schnell mal speichern. Gefällt dir, was du siehst? John hinterher. Ich höre. Ich höre. Noch würde ich nicht. Wir sehen uns, Darling. So, Kate, guck mal. Was wir hier ablenken, was am meisten Sinn macht. Wahrscheinlich den hier hinten. Ich frag nicht. Oh, du bist wunderschön. Hast du schon was vor? Ich bin ganz Ohr, Süße. Der sieht den natürlich. Was meinst du? Wo kommt man denn ja irgendwie mal wegbekommen? Du hast eine wundervolle Stimme. Irgendwas? Und der Nächste, der es sieht. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier am sinnvollsten weitermache, ey. Der Kunde ist König. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Meine Spezialität. Gefällt dir was? Voll ins Schwarze. Ich höre. Wollen wir dann? Hey. Hast du schon? Du. Der da hinten, okay. Ich denke, da hinten, da oben, da schieße ich jetzt trotzdem. Wundervolle Schnürsonne. Weil der einfach. Meine Spezialität. Nervt. Wieder einer weniger. Ein so schöner Mann wie du. Ich bin ganz Ohr, Süße. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Wer will einen Blick riskieren? Oh, ernsthaft jetzt? Vielleicht könnten wir was ja. Was immer du sagst, schöne Frau. Schön, Frau. Oh, ich schieße mich ganz daneben. Ohr, Darling. Wer hat Lust? Wo das herkommt, gibt es noch Jetzt hat sie das von da hinten gesehen. Ich flipp hier gleich aus, das ist unfassbar. Ich habe ihn schon erschossen. Die Kugel ist für dich. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Meine Spezialität. Vielleicht. Voll ins Schwarze. Ich höre. Wer hat Lust zu sterben? Augen dann mal ran.
Ja, ist eine ganz interessante Folge. Willkommen bei Try and Error 10.1. Aber sicher. Das ist noch gar nichts. Aber was will man von einem Eierkarton 5 auch erwarten? Hier drin. Wer will einen? Nee, jetzt reicht's mir. Ich hab die Schnauze sowas von voll. Der geht mir ja richtig auf den Sack, der Typ, der da rumläuft. Wundervolle Stimme. Wer hat Lust zu sterben? Ich bin, hat mir schon oft den Hals gerettet. Geladen und wer will ein... Gefällt dir, was du siehst? Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Hast du schon was vor? Was immer du so nennst. Jetzt hat er da hinten was gesehen, okay. Wundervolle Stimme. Jeder hat den Plan im Kopf. Vielleicht könnten wir ja. Ich höre zu. Ich irgendwas. Höre. Die kann ich hier nicht liegen lassen. Sein Wiedersehen. Hey, das ist unfair. Ist eine Frau? Nee. Hey. Schön cool. Ja. Ich wette, ich kann dir helfen. Was denn? Jetzt hat er da unten das gesehen. Ja, oh, ich liebe das. Wundervolle Stimme. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht könnten wir ja... Ist ich höre. Das... Gefällt dir, was du siehst? Klar! Was immer du willst. Ein so schöner Mann wie du. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Das ist ja mega ätzend hier hinten. Wo das herkommt, gibt es noch was viel mehr. Was immer du mehr. Sagst, schöne Frau. Das ist noch gar nichts, Darling. Ich bin ganz Ohr, Süße. Was meinst du? Mitnehmen soll. Ich höre zu. Ich höre. Hat mir schon oft den Hals gerissen. Werfen wir den Köder aus. Hast du schon was vor? Du hast eine wundervolle Stimme. Bereit, wenn du es bist, Darling. Teufel, wo kam die denn jetzt her? Wie die Motte zum... Du bringst mich auf Ideen. Kein Problem, Miss. Wer hat Lust zu sterben? Ein so schöner Mann. Nein! Diese Typen haben sich... Es ist... Ich verstehe es nicht. Wundervolle Stimme. Wo das herkommt, gibt es noch viel Was immer du mehr. Sagst, schöne Frau. Wenn dich hier. Ich justiere. Oh, ich schieß nicht daneben. Voll in. Ich höre zu. Ich höre. Und da ist auch noch so ein Poncho-Träger. Das ist noch gar nichts, Darling. Du hast eine wundervolle Stimme. Mit der Brücke hat alles angefangen. Hat mir schon oft den Hals gerissen. Vielleicht könnten wir was ist, ja. Ich könnte mich den ganzen Tag mit alle wissen. Ganz schön kalt hier oben. So, was müsste aber, könnte aber sie hier oben vielleicht auch. Sehen. Hast du schon was nee. Vor? Klar. Was hast du hinter dir? Halten wir uns ran. Du bringst mich auf Ideen. Hey, ich hab einen gekriegt. Kein Problem, Liz. Ein so schöner Mann wie du. Ich bin ganz Ohr, Süße. Vielleicht krieg ich das mit der Tasche nochmal hin. Ich glaube, hier muss man einfach ein bisschen... Gefällt dir, was du siehst? Ja, ich höre. Ich habe ein paar Tricks hier drin.
Hast du schon was vor? Du hast eine wundervolle Stimme. Ein so schöner... Ich bin ganz Ohren. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Was irgendwas... Die Show geht wie die weiter. Motte zum Licht. Ich weiß nicht, ob es klappt. Gefällt dir, was du siehst? Was immer du sagst, Schöner. Was ist das? Eine Sorge weniger. Wie geschmiert. Huh. Ich habe das richtige Du bringst mich auf Ideen. Du hast eine wundervolle voll Stimme. Ausgerüstet. Bereiten wir dem ja ein Ende. Vielleicht könnten wir ich ja... Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. So. Der Kunde ist... Was meinst du? Warum kommst du nicht zu mir? Geh vor. Ich muss zurück. Keine große Sache. Der sieht das, okay? Hat mir schon oft den Hals gerettet. Unterwegs. Werfen wir den Köder aus. Ah, das war ihm also egal? Nein, das braucht noch. Oh, Cooldown. Darf ich dich was fragen? Ah, wie kann ich helfen? Der wird voll gesehen, ne? Ja. Halten wir uns an den... Das ist noch gar nichts, Daniel. Ja. Was immer du willst. Genau wie an... Was zum... Das war erst der Anfang. Und schon so, jetzt kommt er aber. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Ich bin mehr. Ganz Ohrsüße. Wir sehen uns. Deine Finger besser bei dir. Jeder hat den Plan. Du bringst mich auf Ideen. Ja, ich höre. Beschädigt. Wollen wir dann? Das ist noch gar nichts, Darling. Gar kein Problem, Miss. Ich bin ganz Ohr. Bis später. Treffen wir uns vielleicht ein bisschen später Zeit nochmal? Für mich? Oh, sieh dich an. Ja. Zeit für Dynamik. Das wird klappen. Indem ich da... Vielleicht könnten wir ja... Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Komme ich da vielleicht in die Büsche rein? Hast du schon was vor? Ich höre zu, ich höre. Gefällt dir, was du siehst? Du hast eine wundervolle Stimme. Wollen wir dann? Mit McCoy auch, ein ja. Ein so schöner Mann wie du. Ich bin den ganzen Tag hier, Süße. Was meinst du? Was immer du sagst, schöne Frau. Vielleicht. Mir sieht sogar noch mehr. Ich bin den ganzen Tag hier, Süße. Also den muss ich auf jeden Fall ablenken. Ich bin ganz oft. Lass uns das wieder machen. In Ordnung. Hey. Ah, du bist wunderschön. Wer hat Lust zu sterben? So, können wir den einfach abwerfen? Auf dann mal ran. Du bringst mich auf Ideen. Klar. Was immer du willst. Ich habe jede Menge davon. Kurz blenden? Das ist noch gar nichts. Hey, gar kein Problem, Miss. Oh, das ist der nächste Poncho. Ich habe nicht gesehen. Für heute bin ich bezahlt. Hast du schon was vor? Den kriegt er ja ganz schlecht weg. Tag mit dir unterhalten.
Gefällt dir, was du siehst? Ja, ich höre. Zug nie gekommen wäre. Die kriege ich auch nicht weg, ne? Hat mir schon oft den Hals gerettet. Wo das herkommt, gibt es noch was viel. Was immer du sagst, schöne was Frau. Was denn? Ja, darauf falle ich nicht rein. Okay. Er fällt nicht drauf rein. Was meinst du? Ich höre zu, ich höre. Wieder voll ausgerüstet. Also dann kann ich ihn nur kurz ablenken. Ein so schöner Mann wie du. Ich bin ganz Ohr, Süße. Und der geht leider immer hin und her. Gefällt dir, was du siehst? Du hast eine wundervolle Stimme. Das heißt, ich müsste den erschießen, den müsste ich ablenken. Dann ist der weg, dann habe ich noch die beiden. Ein so schöner Mann wie du. Was immer du sagst. Ja, und auch den müsste ich dann erschießen. Du bringst mich auf Ideen. Du hast eine wundervolle Stimme. Genug. Ich probier's aus. War schön mit dir zu reden. Komm später zurück, ja? Tja, sieh sich einer das an. Die benutzen Dynamit. Wo das herkommt, muss es noch mehr davon geben. Diese Hütte sieht vielversprechend aus. Ich wette allerdings, dass sie verschlossen ist. Das Schloss habe ich in ein paar Sekunden geknackt. Geben Sie mir nur Deckung. Kein Problem. So. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Ich höre zu. Mehr. Ich höre. Wir hätten Dynamit mitnehmen. Ich muss aber erst den oberen erschießen, tatsächlich. Vielleicht könnten wir ja. Was immer du sagst, schöne Frau. Wie aus dem Nichts. Das ist noch gar nichts, Darling. Ich bin ganz Ohr. Moment mal. Was meinst du? Eigentum. Klar. So. Hände ruhig. Nicht stehen bleiben. Sein oder nicht sein. Jetzt geht's. Wir haben einen Scharfschützen. Hä? Wieso tötest du ihn nicht? Auf, komm. Du bringst mich auf Ideen. Klar. Was immer du willst. Wo das herkommt, gibt es noch viel. Ich höre zu. Wir sehen uns dann. Hey, das ist unfair. Tja, sieh sich einer das an. Die benutzen Dynamit. Sie. Wo das herkommt, muss es noch mehr davon geben. Diese Hütte sieht vielversprechend aus. Ich wette allerdings, dass sie verschlossen ist. Das Schloss habe ich in ein paar Sekunden geknackt. Geben Sie mir nur Deckung. Ich höre zu. Ich höre. Was zum Teufel? Huh. Ein so schöner Mann wie du. Okay, ich versuch's mit der Tasche. Bella. Was immer du willst. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Vielleicht könnten wir. Was immer du sagst, schöne Frau. Werfen wir den Köder aus. Hm. Ist das. Ja, bereit, wenn du es bist, Darling. Gefällt dir, was du siehst? Ich bin ganz Ohr. Halten wir uns ran. Hm. Hätte was Wärmeres anziehen sollen. Na los. Kleiner Kratzer. Es ist das. Ha! Hat dich gefunden. Wir sind hier. Okay. Was immer du willst. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Geladen und werfen wir den Köder aus. Wo das herkommt. Da. Ich höre es kaum. Hör sie genau hin. Ich höre. Ich bin ganz Ohr.
genau mein Gedanke. Wer hat Lust zu sterben? Clara, sein Kopf. Hast du schon was vor? Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Das ist noch gar nichts. So, ich hoffe, da sieht niemand, wenn ich da jetzt ins Gebüsch trage. Wie aufregend. Du bringst mich auf Ideen. Was immer du sagst, schöne Frau. Ganz schön schwer. Gefällt dir, was du siehst? Kein Problem, Ness. Wieder einer weniger. So, das scheint ja niemand zu sehen hier vorne. Oh, bin ich auch nicht weit gekommen. Moment. Ich hab's gewusst. Ich hab's genau gewusst, dass die das sehen. Wenn dich hier. Ich justiere besser nach. Eigentum der DeWitt Company. Na los. So. Weiß gar nicht, ob ich da von hinten rankomme. Aber es sieht nicht so aus. Ich weiß es. Ab zur Hölle damit und doch, natürlich, mit der Leiter. Gottverdammter Mist. Bringen wir Schwung in die Sache. So, dann kann ich auch speichern. Nimm's nicht persönlich. Keine große Sache. So, Cooper ist ja ein bisschen schneller. Naja, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall die Munition einsacken müssen. Ich brauche ja doch mehr, wie ich dachte, tatsächlich. Frischer Morgen. Mal gucken, ob wir da hinkommen und wer uns da sieht. So, es ist niemand hier, außer den Pappkameraden hier. Die beobachten sich gegenseitig. Das Dynamit ist bereit. Ihr habt ihn gehört. In Deckung. Sag an, Boss. Ja, mach endlich. Meine Ohren. Der Brocken ist. Es ist wohl besser, wenn mich dieser Longcoat nicht sieht. Er wird ahnen, dass ich etwas vorhabe. Interessant. Es würde wirklich helfen, wenn wir die Menge ein wenig ausdünnen könnten. Tja, da ist immer noch das Dynamit. Ein bisschen extrem. Finden Sie nicht? Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Aber sicher. Die DeWitt Company wird sich noch wundern. Kate kann ja erstmal da bleiben. Ich versuche mit John da schon mal hochzuklettern. Oh, jetzt aber nicht. Jetzt vielleicht? Für heute bin ich bezahlt. Ende ruhig. Meine Spezialität mitten durch die Show Halle. Geht weiter. Auf geht's. Gerade geschafft. In Ordnung, dann zurück mit euch.
So, die Beobachtungsposten sind ausgeschaltet. Der ist es, Boss. Ich weiß es. Ab zur Hölle damit und weg. Gott, verdammter Mist. Er ist immer noch da, Boss. Willst du mich verarschen? Verdammt nochmal. Einmal noch. Wie bekomme ich das hin, dass ich das Dynamit klaue? Er holt das. Und dann geht er dahin. Okay. Und dann können wir es in die Luft sprengen. Vorausgesetzt, diese Frau ist weg. Ihn haben wir irgendwie, Die machen hier keine halben Sachen. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Genau wie alle. So, dann müssen wir uns den das nächste Mal schnappen. Das Dynamit ist bereit. Ja, den gehört. In Deckung. Ich hoffe, das klappt. Sag an, Boss. Dann mach endlich. Scheiße, meine Ohren. Der Brocken ist immer noch da, Boss. Was für ein sturer Fels. Der Brocken ist immer noch da, Boss. So, er holt Neues. Wo ist mein... Was denn? Bis hier. Wie die Motte zum Licht. Mal gucken, ob ich darauf springen kann. Ich riskiere das jetzt. Kunde ist König. Dich krieg ich noch. Das war's für dich. So, jetzt bräuchte John das Dynamit, dann könnte er das von oben runter schmeißen. Die Ladung ist scharf, Boss. In Ordnung, dann zurück mit euch. Der ist es, Boss, ich weiß es. Ab zur Hölle damit und weg. Beziehungsweise Kate könnte... Na Gott, verdammter Mist. Er ist immer noch da, Boss. Willst du mich verarschen? Ob ich den unteren ablenken kann? Verdammt nochmal. Einmal noch. Sie da oben ja auf jeden Fall nicht. Erst das Dynamit, dann die Brücke. Der läuft nicht hin. Sein oder nicht sein. Das könnte klappen. Ich habe da eine Idee. Was denn? Dass ich mit Cooper und McCoy Münze, Tasche benutze. Das Dynamit ist bereit. Ja, den gehört. In Deckung. Sag an, Boss. Ja, mach endlich. Scheiße, meine Ohren. Das
dann... Der Brocken ist immer noch da, Boss. Was für ein sturer Fels. Nochmal. Ich hab jede Menge davon. Wir hätten Dynamit mitnehmen sollen. Geladen und bereit. Wer will einen Blick riskieren? Danke nochmal für die Hilfe. Und schon kommt wer. Lass dir da seine Lehre sein. Für heute bin ich bezahlt. Du siehst aber gut aus. Wunderschön. Nein, 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 nein. Und wo ist er? Schönen Tag noch. Hey, komm später wieder, ja? Okay. Da ist irgendwas. Ich kann die ablenken, aber mehr auch nicht. Die Brücke fährt nicht von allein um. Wieder voll ausgerüstet. Die Ladung ist scharf, Boss. In Ordnung, dann zurück mit euch. Der ist es, Boss. Ich weiß es. Ab zur Hölle damit und weg! Ah, gottverdammter Mist! Ja, er ist immer noch da, Boss. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Willst du mich verarschen, verdammt nochmal? Einmal! Was war das? Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Oh, jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll bei den 5 Leuten. 4? 4. Bereiten wir dem hier ein Ende. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Ja, ich wette, ich kann dir helfen. Verdammt! Ganz alter Trick. War ja verschlossen. Frischer Morgen. Halten wir uns an den Plan. Erst das Dynamit. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich die beide jetzt töte. Wenn die da oben sprengen. Und dann spreng ich direkt im Anschluss, wenn die da oben stehen. Ja, den gehört. In Deckung. Das müsste eigentlich, müsste das funktionieren. Sag an, Boss. Ja, mach endlich. Scheiße, meine Ohren. Der Brocken ist immer noch da, Boss. Was für ein sturer Fels. Nochmal. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan, tatsächlich. Die gehen da wieder hin. Wir uns ran. Er läuft da ja auch gleich durch. Wie mache ich das denn am intelligentesten? Ich nehme das Messer und schmeiß den hier tot. Den lenke ich ab. Und dann springe ich die in die Luft. Darf ich dich was fragen? Große Sache. Wie kann ich helfen? Augen aufs Ziel. Sieh genau hin. Wir werden schon Blut vergießen. Was meinst du? Klar. Was zum Teufel? Was immer du willst. Die nehme ich. Gefällt dir, was du siehst? Wir sehen uns. Ich bin ganz Ohr. So, besser als erwartet. Ziemlich kalt hier draußen.
Ich brauche Munition nur mit Doc McCoy. Leichtes Ding. Wenn du es bist, Darling. Der kann das schon mal aufmachen. Ganz schön schwer. Jeder hat den Plan im Kopf. Das sollte reichen. In Ordnung. Ein Bündel Dynamit. Und jetzt zurück zur Brücke. Ganz schön kalt hier oben. So, genau. Zurück zur Brücke. Beim nächsten Mal. Macht's gut.